Sinsalar ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho und existiert seit der ersten Spielgeneration. Es ist die letzte Entwicklungsstufe von Abra und Kadabra und seit der sechsten Spielgeneration ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Simsalar zu vollführen. Simsalar ist ein großes, schlankes, zweibeiniges Pokémon, welches ocker oder gelb gefärbt ist. Sein Oberkörper, die Schultern, Unterarme und Knie sind braun, der restliche Körper somit ocker und der Kopf des Psychotypen weist mehrere Ecken auf. Seine beiden langen spitzen Ohren wirken wie Hörner und rechts und links neben den Augen wachsen zwei stachelige Fortsätze. An der Spitze seiner Schnauze sind die Nasenlöcher und der Mund zu sehen. Seine Augen sind von länglicher Gestalt und bestehen aus einer weißen Lederhaut und einer kleinen schwarzen Pupille. Simsalar trägt einen außergewöhnlichen Schnauzbart, dessen Haare breiter als sein Gesicht sind. Die Schultern sind wie von einer runden Panzerung umgeben. Und die relativ dünnen Oberarme gehen in viel breitere Unterarme über. Drei lange, knochige Finger entsprießen aus den Händen und in den beiden Händen hält es je einen silbernen Löffel. Am eher schmächtigen Unterkörper sind die Beine zu sehen, deren oberer Bereich ebenfalls dünn ist und die Knie wirken wie extra gepanzert und seine Füße sind recht dick im Vergleich zu den Händen und sie sind vorne mit zwei und hinten mit einer Kralle ausgestattet. Durch seine Mega-Entwicklung verweilt Simsalar nicht mehr länger auf der Erde, sondern schwebt stattdessen in der Luft. Über ihm schweben im Halbkreis ebenfalls fünf silberne Löffel. Sein Haupt hat nun die Form eines Hexagramms angenommen und ein länglich-ovaler Stein ist in seine Stirn eingelassen. Ferner trägt das Pokémon einen beeindruckenden weißen Vollbart. Die Strukturen an seinen Schultern und den Unterarmen sind etwas breiter und eleganter geworden und im Gegensatz zu seiner normalen Form ohne Simsalanit sind seine Hände klein und gerade zierlich. Der Bauch ist zu einem sehr dünnen Gebilde zusammengeschrumpft, außerdem ist sein Gesäßbereich nun braun und die Beine sind umgekehrt aufgebaut wie in der Normalform. Das heißt, seine Oberschenkel sind jetzt breit gebaut und seine Unterschenkel vergleichsweise dünn. Und die Füße sind ähnlich wie die Hände etwas zierlicher geworden und greifen in seine Haltung ineinander. Das Shiny Simsalar und Shiny Mega Simsalar ist farblich etwas heller und die braunen Areale erscheinen violett. Simsalar ist mit der Ausnahme von Aussetzer ausschließlich dazu in der Lage, Psychoattacken zu erlernen. Von einer starken Psychokinese bis hin zu einer einfachen Konfusion kann es sehr viele Attacken mit den unterschiedlichsten Effekten lernen. Dazu gehört dann allerdings nur ein physischer Angriff, nämlich eine Psychoklinge, ansonsten nur spezielle Angriffe, die den Gegner nicht direkt berühren. Simsalar ist durch seine Psychokräfte in der Lage, eigene Statusprobleme auf den Gegner zu transferieren und außerdem kann es sich so sehr konzentrieren, dass es nicht zurückschrecken kann und es kann einen magischen Spiegel erzeugen, der Angriffe des Gegners zurücklenkt, welche keinen Schaden hinzufügen und in seiner Mega-Entwicklung ist es zudem noch in der Lage, die Fähigkeit des gegnerischen Pokémons anzunehmen. Simsalar kommen in freier Wildbahn nur sehr selten vor, obwohl sie in den Wiesen und Feldern sowie in manchen Höhlen aller bisher bekannten Regionen heimisch sind. Dabei scheuen sie keineswegs die Nähe des Menschen und kommen sogar in der Nähe von Städten recht häufig vor, da sie sich bei Gefahr einfach wegteleportieren können. Die Nähe eines Simsalar ist aber für viele Menschen recht unangenehm, denn die starken Psy-Kräfte dieses Pokémon erzeugen Alpha-Wellen, die wiederum bei vielen Menschen und Pokémon Kopfschmerzen auslösen können. Simsalars Hirn wächst während seines gesamten Lebens stetig weiter und seine Gehirnzellen werden dabei unendlich vervielfacht. Je älter ein Simsalar also ist, desto größer ist demzufolge auch sein Kopf. Allerdings wird sein Kopf irgendwann zu schwer für seine Nackenmuskulatur, sodass Simsalar ihn mit psychokinetischer Energie aufrechthalten muss. Und durch sein verblüffendes Gehirn erreicht dieses hochintelligente Pokémon ein IQ von 5000 und sein Gehirn ist damit generell leistungsfähiger als ein Supercomputer. Es kann sich zum Beispiel an alles, was seit seiner Geburt oder generell in der Welthistorie passiert ist, erinnern. Schließt es seine Augen, schärfen sich seine anderen Sinne, dadurch perfektioniert es seine Fähigkeiten und dieses Pokémon kann
kann mit seinen mächtigen Psy-Kräften in Sekundenschnelle die Schwachstellen seines Gegners erkennen und diese kurzerhand ausschalten. Es berechnet dabei sehr viele Dinge, um im Kampf das Letzte aus sich herauszuholen. Im Gegensatz zu seinen enormen Psy-Kräften und seiner hohen Intelligenz sind jedoch seine Muskeln unterentwickelt. Es bewegt sich fast nur mittels Psy-Kräften. Man sagt, dass es die Löffel in seinen Händen durch Psy-Kräfte selbst erzeugt habe. Durch die Mega-Entwicklung wurde seine gesamte Energie in Psy-Kraft umgewandelt und hat dadurch seine schlummernden Psychokräfte geweckt. Selbst eine Muskelkraft hat es dabei fast gänzlich verloren. Ein Blick von ihm genügt, um das Leben seines Gegners von der Geburt bis zum Tod zu sehen. Das rote Juwel auf seiner Stirn ist außerdem maßgeblich für die Erzeugung und Freisetzung seiner Psychokräfte verantwortlich, denn Mega Sensula bevorzugt im Gegensatz zu seiner Vorentwicklung die Abgeschiedenheit und die Stille für seine Meditation. Da sich sein Typ Psycho nicht verändert hat im Vergleich zu seiner Vorentwicklung, sind natürlich seine Typschwächen ganz klar. Er nimmt halben Schaden gegen Kampf- und Psychoattacken, doppelten gegen Käfer-, Unlicht- und Geistattacken, wobei er in der ersten Generation immun gegen Geistattacken ist.